Und verdammte Hacke, wo geht mein Licht hin? Mein Licht geht weg. Och Mann. Hallo ihr Lieben, heute soll es um die 5 Bücher gehen, die mir im ersten halben Jahr von 2016 am besten gefallen haben. Und dieses ist ein etwas anderes Video, denn ihr bekommt nicht nur meine 5 Bücher, sondern auch noch die 5 Bücher von der lieben Niki vom Kanal Niki Paulas Bücherwelt und von der lieben Leo vom Kanal Dunkelbunte Träume. Ich verlinke sie euch beide unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, denn auf den Kanälen von den beiden geht heute auch noch ein Video online. Und zwar bei der Niki geht online die 5 Bücher, die uns dieses erste halbe Jahr bisher am meisten enttäuscht haben oder uns am wenigsten gefallen haben. Und bei der Leo geht das Video online, 5 Bücher, die wir im nächsten Quartal oder im nächsten halben Jahr definitiv noch lesen möchten. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem ersten Buch. Was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Feuer und Flut von Victoria Scott. Das ist der erste Teil der Brimstone Bleed-Reihe. Im Moment ist diese Reihe eine Dilogie. Ich hoffe aber, dass Victoria Scott da irgendwann nochmal einen dritten Teil schreiben wird, denn das Ende war offen und es würde mich schon interessieren, wie es weitergeht. In dieser Reihe geht es um Teller und Teller hat einen schwer kranken Bruder. Und Teller bekommt eines Tages eine mysteriöse Einladung und zwar zu dem besagten Brimstone Bleed. Das ist ein Wettrennen um die ganze Welt und der erste Preis ist das Heilmittel für eine unheilbare Krankheit. Und so beschließt Teller natürlich, an diesem Rennen teilzunehmen, um ihren Bruder zu retten. Muss dann aber sehr schnell feststellen, dass dieses Rennen nicht so ist, wie sie gedacht hatte, denn sie hat gedacht, ja, das ist halt so ein Wettrennen, da mache ich jetzt halt einfach mal mit. Aber nein, das ist ein Rennen auf Leben und Tod. Und die einzige Hilfe, die Teller dabei bekommt, ist in Form eines Pandoras. Pandoras sind genetisch geschaffene Wesen, die schlüpfen aus Eiern und jeder Wettkampfteilnehmer muss am Anfang sich ein Pandora erkämpfen, also er muss sich ein Ei erkämpfen. Man weiß vorher nicht, was in dem Ei drin ist und was man für ein Pandora bekommt. Das ist dann am Ende eine große Überraschung. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe Teller, ihr Pandora. Sie hat das coolste Pandora von allen. Ich möchte jetzt hier nicht weiter sagen, was es für ein Pandora ist. Und ja, ich mochte die Geschichte total gern. Ich mochte Teller als Protagonistin, auch wenn sie mir an manchen Stellen immer mal so ein bisschen naiv war. Aber trotzdem habe ich sie sehr, sehr gern gemocht. Und auch die anderen Charaktere, die in dem Buch drinne vorkamen, wie Guy, mochte ich auch total gern. Ja, und das Ende war wirklich echt krass. Also der zweite Teil Salz und Stein war ja dann das Ende von dem Rennen und es war einfach nur Wahnsinn, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ich habe gedacht, nein, bitte lass es so nicht enden. Aber naja gut, was will man da machen? Ich habe dieses Buch damals mit der Niki zusammen gelesen und das war auch das erste Buch, was wir gemeinsam gelesen haben. Und ich weiß noch, wir haben dieses Buch durchgesuchtet und ich bin dann an dem Tag, wo wir fertig waren, noch in die Stadt gelaufen und habe mir noch den zweiten Teil gekauft, weil wir unbedingt weiterlesen wollten. Und ja, es war einfach cool und ich kann euch diese Reihe wirklich nur ans Herz legen. Auch ich möchte euch heute Bücher vorstellen, die mir das erste halbe Jahr in 2016 unheimlich gut gefallen haben. Und ich möchte anfangen mit diesem Buch und zwar Delirium von Lauren Oliver. Dieses Buch ist unheimlich toll. Diese Thematik, die Idee, dass Liebe eine Krankheit ist, ist unheimlich cool. Also wirklich, die Idee hat mir so gut gefallen und deswegen habe ich dieses Buch auch gelesen. Und ich muss wirklich sagen, diese Autorin hat sich wirklich selbst übertroffen. Jedes Kapitel hat mit einem Zitat angefangen, wo man wirklich zum Nachdenken angeregt worden ist. Und auch die Charaktere, die haben richtige Tiefe. Also die sind richtig toll ausgearbeitet, dass man sich wirklich in diese Charaktere hineinversetzen kann. Und auch der Schreibstil von Lauren Oliver ist echt genial. Wirklich, ich kann nichts Negatives an diesem Buch finden. Und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht suchen, weil es nichts zu finden gibt in meinen Augen. Und deswegen kann ich es wirklich jeden ans Herz legen, weil ich dieses Buch unheimlich liebe und feiere. Eins von meinen absoluten Lieblingsbüchern dieses Jahr war Engelsmacht von Nalini Singh. Dieses Buch ist Teil einer längeren Reihe und zwar der Reihe der Gilde der Jäger. Wer gerne mal Vampire und Engel in einer anderen Rolle sehen möchte, es gibt Menschen, es gibt Vampire und es gibt Engel in diesem Buch. Und sagen wir mal so, die Engel sind nicht unbedingt immer die ganz netten und lieben, drücke ich es mal so aus. Jedenfalls, wer gerne mal Lust hat, das Ganze in einer ganz anderen Rolle zu sehen, um was ganz anderes zu erleben, sollte unbedingt mal anfangen, den ersten Band zu lesen. Ich finde es wirklich fantastisch. Ich liebe diese Reihe auch wirklich. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf Nasir gefreut. Nasir ist ein
ganz spezieller Vampir, der noch ein paar sonderspezielle Fähigkeiten und Arten hat. Und ich habe schon so lange drauf gewartet, endlich mehr von ihm zu lesen. Und deswegen war dieses Buch einfach so fantastisch. Ich habe mich so gefreut. Ich habe es einfach wirklich durchgesuchtet, als dieses Buch endlich bei mir ankam. Also eine absolute Leseempfehlung. Das gilt übrigens für die komplette Reihe. Colleen Hoover, Maybe Someday. Maybe Someday ist etwas ganz Besonderes, weil die Thematik hier etwas ganz anderes ist. Und ja, es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist nicht nur eine Liebesgeschichte. Denn hier gibt es eine Thematik, die ich so noch nicht gelesen habe und die mich einfach unheimlich begeistern konnte. Deswegen kann ich dieses Buch wirklich jedem ans Herz legen. Und natürlich sind auch die Charaktere hier auch wieder total super ausgearbeitet. Und man kann sich einfach super in sie hineinversetzen. Der Schreibstil ist auch hier ganz toll, typisch Colleen Hoover, einfach unschlagbar und ich kann dieses Buch wirklich jedem empfehlen. Ein weiteres Lieblingsbuch ist Endlose Nacht von Gresley Cole. Ich liebe alle Gresley Cole Bücher und deswegen war dieses Buch natürlich auch ein absolutes Highlight. Ich freue mich schon sehr auf weitere Bücher von ihr und ich kann euch nur sagen, wer diese Reihe noch nicht kennt und auf Fantasy steht und einfach gern mal ganz andere und verschiedene Arten von Wesen und Kreaturen kennenlernen möchte und oben Fantasy liebt, ihr solltet unbedingt in diese Reihe hineinschnuppern. Das ist der aktuelle Band jetzt und es gibt glaube ich schon 15 oder 16 Stück. Ihr habt also da viel zu lesen, falls euch die Reihe gefallen. Wer mich kennt, weiß, dass ich auf Jennifer Armentrout stehe und deswegen darf natürlich auch ein Buch von ihr nicht fehlen in meinen bisherigen Jahresfavoriten sozusagen. Und ich habe mich hier entschieden für Dark Elements Eiskalte Sehnsucht. Das ist der zweite Teil der Dark Elements Reihe. Ich habe mich für ihn entschieden, weil er mir einfach noch besser gefallen hat als der erste. Der erste war so ein gelungener Auftakt und der zweite war einfach unbeschreiblich gut. Er war so gut. Ich mochte die Protagonistin Layla immer noch total gern. Und ich mochte aber auch Zane und Ruff und dieses ganze Drum und Dran, das war für mich einfach, oh, es war so gut. Und ich muss sagen, das ist das erste Buch, wo so eine Dreiecksbeziehung ist, wo ich gerne möchte, dass sie mit beiden glücklich wird. Wo ich finde, beide Kerle haben verdient, das Mädchen zu kriegen und ich würde mir für beide Kerle wünschen, dass sie halt das Mädchen bekommen. Aber das geht ja nun mal nicht. Und ich bin deswegen auch auf den dritten Teil, der kommt jetzt im August. Ich bin so gespannt auf das Ende, oh mein Gott. Und das Ende vom zweiten war ja quasi mitten im Satz. Also du hast dann am Ende eine große Sache erfahren und dann war einfach Schluss. Und ich dachte mir so, lass mich nur hängen, jetzt hänge ich hier so rum. Na super, was mache ich jetzt bis August? Ganz großes Kino. Ja, also dieses Buch war so unbeschreiblich gut. Ich kann zum Inhalt nicht viel sagen. Wie gesagt, es geht immer noch um Layla, die ja halb Dämon, halb Gargoyle ist und nicht so wirklich weiß, wo ihr Platz im Leben ist. Und im ersten Teil trifft sie dann auf Roth einen Dämon und stellt dann halt ganz schnell fest, dass Dämonen ganz, ganz anders sind, als sie bisher immer gedacht hatte. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht sagen. Ich finde Jennifer Armentrout, sie ist meine Queen. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Ich liebe diese Autorin. Sie schreibt meiner Meinung nach die besten Bücher von allen. Und ich liebe ihren Schreibstil. Der ist so actiongeladen. Er ist so romantisch und er ist einfach so gut. Und ja, ich liebe diese Frau. I love it! Wenn die irgendwann mal nach Deutschland kommt, dann renne ich dahin und schleppe alle meine Bücher mit zum Signieren. Das sind dann einige. Ja, das wird dann wohl nichts werden. Aber I love it, I love it. Ein weiteres Lieblingsbuch von mir ist Die Magie der Namen von Nicole Gottsick. Ich kann euch dieses Buch wärmstens ans Herz legen. Wer gerne High Fantasy liest, aber nicht so mit Drachen und Orks und Trollen, der sollte unbedingt dieses Buch mal hineinschnuppern, denn es ist wirklich speziell, es ist anders. Und es ist bisher der erste Band, wobei der zweite Band angekündigt ist. Man hätte es natürlich auch so als ersten Band stehen lassen können, wenn man das gemocht hätte. Aber ich finde es toll, dass es weitergeht, dass wir noch ein bisschen mehr drumherum erfahren. Und darauf freue ich mich schon sehr. Also wie gesagt, eine Empfehlung von mir auf alle Fälle. Die Magie der Namen. Hört oder lest da unbedingt mal hinein, denn das gibt es auch als Buch. In meinem Video, was bei Niki am Kanal heute online geht, geht es ja um die 5 Bücher, die uns dieses Jahr bisher am wenigsten gefallen haben. Und ich verrate euch jetzt einfach mal, dass es dort ein Buch gibt, was der erste Teil einer Reihe ist, den ich ganz furchtbar fand und ich aber trotzdem auf Nikis Empfehlung hin den zweiten gelesen habe. Und zwar rede ich hier von Rock Kiss, ich berausche mich an dir. So wenig wie mir der erste Teil gefallen hat, umso mehr habe ich den zweiten geliebt und gesuchtet. Ich habe dieses Buch in einem Rutsch durchgelesen. Ich habe nachmittags angefangen. Ich habe bis früh um 3 in die Nacht hineingelesen, bis ich fertig war. Ich konnte dieses Buch nicht aus der Hand legen.
Und hier in diesem Buch geht es um die Geschichte von Charlotte und Gabriel. Charlotte ist so das schüchterne kleine Mäuschen und sie macht im Büro immer zusätzliche Arbeiten, ohne dass sie das natürlich bezahlt bekommt und hofft einfach nur, dass sie nicht auffällt und dass niemand sie mitbekommt, dass sie einfach so in Ruhe vor sich hin leben kann. Und eines Tages ist es dann aber so, dass die Firma kurz vor dem Bankrott steht und die komplette Firmenleitung gewechselt wird und sie somit einen neuen Chef bekommt. Und das ist niemand anderes als Gabriel Bishop. Und sie treffen dann in einer ganz witzigen Situation beim allerersten Mal aufeinander und man merkt sofort, dass Gabriel einfach ein Mann ist, der ganz, ganz toll ist. Und man denkt sich so, mein Gott, Charlotte, stell dich nicht so an. Und man findet dann aber später noch heraus, was mit Charlotte passiert ist, warum sie so ist, wie sie ist, warum sie so introvertiert ist und warum sie so nicht beachtet werden möchte von den Leuten. Und das ging mir wirklich echt an die Nieren, was da mit ihr passiert ist. Und ich mochte die Geschichte einfach nur total. Die hat eine super coole Handlung. Es kommen natürlich auch wieder erotische Szenen und Sex hier in diesem Buch vor, aber bei weitem nicht so viel wie im ersten Teil. Und ja, ich mochte den zweiten Teil unheimlich gern. Ich hätte jetzt auch gerade schon wieder Bock, ihn zu lesen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt darüber rede. Aber nein, ich muss Superbau betreiben und noch mal andere Bücher lesen. Und ja, ich werde dieses Buch definitiv mindestens noch 3, 4, 5 Mal in meinem Leben lesen, denn es ist einfach so. Ein weiteres Buch, was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, ist von meiner Lieblingsautorin. Und die Leute, die mich kennen, wissen jetzt wahrscheinlich genau, von welcher Autorin ich spreche. Und zwar von Cora Carmack, und zwar Losing It. Losing It ist einfach toll. Also die Autorin ist auch einfach toll. Da in diesem Buch ist so viel Humor, es ist so viel Witz, ganz tolle Charaktere, die man einfach lieben muss. Und dieses Buch, das zeichnet wirklich der Humor aus. Es ist so viel Witz drin. Man muss sich fremdschämen, man muss permanent lachen. Ja, es ist eine Liebesgeschichte. Und ja, klar kann man vorhersehen, wie das Buch ausgeht. Und natürlich gibt es da ganz viele Klischees. Und ja, das mag alles sein, ja, aber dieser Humor macht dieses Buch so besonders und deswegen kann ich es wirklich jedem ans Herz legen. Jeden. Und es ist einfach unheimlich toll. Lest dieses Buch wirklich. Das nächste Buch bzw. die nächsten Bücher waren auch eine Empfehlung von Niki. Ich stelle mir wieder fest, sie empfiehlt mir wirklich sehr, sehr gute Bücher. Danke, Niki, an dieser Stelle. Und zwar möchte ich euch jetzt nächstes zeigen, Der Winter erwacht, und der zweite Band ist Wenn der Sommer stirbt. Im amerikanischen Englischen ist es ein Einzelband, in Deutschland wurde es auf 2 Bände aufgesplittet. Und wie gesagt, ich habe diese Bücher auch von Niki empfohlen bekommen und diese Bücher haben mich einfach umgehauen. Die haben mich einfach komplett umgehauen. Auf Seite 100 vom ersten Band war ich schon so fertig mit Nerven, dass ich Pipi in den Augen hatte und gedacht habe, oh mein Gott, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Also dieses Buch hat mich echt fertig gemacht. Und das, obwohl es eine High-Fantasy-Geschichte ist und High-Fantasy und ich nicht wirklich Freunde sind. Ja, I love it, I love it, I love it. In diesem Buch geht es um Chamsin. Und Chamsin ist eine Prinzessin vom Sommergrund. Und der Sommergrund führt Krieg mit Winterfels, dem Winterreich. Und als der König von Winterfels, Winter Atrialan, den Krieg gewonnen hat, möchte er quasi als Tribut und als Zeichen des Friedens eine Sommerprinzessin als Ehefrau. Und Chamsins Vater kann aufgrund verschiedener Ereignisse Chamsin nicht wirklich leiden und stellt sie vor die Wahl, entweder du stirbst oder du heiratest Winter. Und ja, was soll Chamsin machen? Sie möchte gerne doch noch irgendwie ihr Leben leben und tut dann halt Winter heiraten, nachdem ganz viel krasser Scheiß passiert ist, das muss ich dazu sagen. Holy shit. Das hat mich fertig gemacht. Und ja, Chamsin stellt dann sehr, sehr schnell fest, dass Winter ganz, ganz anders ist als gedacht. Dass unter dieser mächtigen, dunklen, harten Schale doch ein ganz, ganz anderer Mensch steckt. Und oh, es war so toll. Und Winter ist so toll. Und Chamsin ist so toll. Und ja. Was auch noch ganz, ganz cool ist in diesem Buch, dass hier natürlich noch Magie mit drin vorkommt. Und es ist einfach Wahnsinn, was Sierra Wilson hier für eine Welt geschaffen hat. Und ich würde die Bücher jetzt auch gerade gerne nochmal lesen. Oh mein Gott, sie sind wirklich so gut. Also wenn ihr gerne so Mädchenbücher lest und so ein bisschen Angst habt vor High Fantasy, weil so Herr der Ringe mäßig ist jetzt auch nicht mein Fall. Ne? Das sind so Bücher, wo ich sage, oh ne, die muss ich jetzt nicht wirklich lesen. Aber wenn ihr mal Bock auf High Fantasy habt und ihr seid Mädchen und ihr wollt Liebesgeschichte und ihr wollt eine Schnulze und ihr wollt Gefühle, dann lest Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt und kauft euch gleich beide Teile. Ihr werdet sonst fluchen, wenn ihr nicht beide Teile da habt, weil der erste Teil endet wirklich mitten im Satz an einer ganz, ganz schlimmen Stelle, wo du dir denkst so, what, nein! Aber ich hatte den zweiten Teil da, ich konnte gleich weiterlesen. Wenn ihr da nicht da habt, hängt in der Luft. Also,
Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Eine komplette Leseempfehlung und definitiv ein Jahreshighlight für mich. Und ich glaube, das wird auch so bleiben, dass diese Bücher ein Jahreshighlight für mich bleiben werden. Ich liebe sie. Oh mein Gott, sie waren so gut. Kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar auch wieder von Colleen Hoover. Und zwar Love and Confess. Ja, das war auch wieder eine ganz tolle Geschichte und ich musste einfach schon beim Prolog das Heulen anfangen. Und ich glaube, wenn man beim Prolog schon das Heulen anfängt, dann kann das Buch einfach nur gut sein. Weil es hat mich so berührt und auch die Auflösung am Ende, ich habe damit nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht ganz hell bin in der Birne, aber wirklich, es hat mich einfach überrascht dann das Ende und ich fand es einfach so gelungen. Der Schreibstil, die Charaktere, wieder so 1A auf den Punkt, dass man sich wieder unfassbar gut mit diesen Charakteren identifizieren konnte. Man konnte einfach mitfühlen, mitleiden. Ich fand es so toll und auch die Thematik in diesem Buch ist ganz toll. Wirklich, das ist mal was komplett anderes in meinen Augen und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so mitgerissen. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der Colleen Hoover nicht kennt. Aber ja, wer kennt Colleen Hoover nicht? Und wer wirklich ein Buch sucht, was einfach ganz viel Liebe intus hat, ganz viel besondere Kleinigkeiten, wo man wirklich zwischen den Zeilen auch lesen muss, das kann ich wirklich empfehlen. Also ganz toll, wirklich. Ich liebe es. Jedenfalls eine absolute Leseempfehlung von mir und ein Jahreshighlight ist natürlich die Luna-Chroniken von Marissa Meyer, heißt sie, genau. Dieses Buch ist der erste Band der Reihe. Der kommt jetzt im Juli am 27. glaube ich auch mal als Taschenbuch mit anderem Cover. Also wer auf alle Fälle da mal reinschauen möchte und nicht dieses Hardcover bezahlen möchte, der sollte unbedingt sich mal das Taschenbuch in die Hand nehmen. Es ist einfach nur so toll. Ich kann euch diese Reihe nur wärmstens ans Herz legen. Mit Cyborgs, mit Lunariern, mit den Erdlingen. Es ist einfach wirklich so eine Mischung aus allen möglichen Genren. Und das hat es für mich einfach so unfassbar toll gemacht. Wie gesagt, wenn man was ganz anderes lesen will, sich einfach mal was ganz Neues einlassen möchte, eine ganz neue Geschichte erleben möchte, ihr solltet unbedingt mal da reinlesen. Denn ich kannte es vor diesem Band noch überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, nach diesem Cover hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gekauft, wenn die liebe Susi es mir nicht so wärmstens ans Herz gelegt hätte. Dankeschön, Susi. Ein weiteres Buch von meiner Lieblingsautorin möchte ich natürlich auch noch zeigen. Und zwar Faking It. Das ist der zweite Teil von dieser Reihe. Der erste Teil ist, wie gesagt, Losing It. Und ja, also dieses Buch baut im Endeffekt nicht darauf auf, sondern es ist ein Charakter, der schon im ersten Teil vorkommt, jetzt die Hauptperson. Und ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich mir dachte, kann dieses Buch mit dem ersten Band mithalten? Kann es mich genauso begeistern? Und das Fazit ist, ja, es kann mich genauso begeistern. Es hat mich genauso begeistert. Es sind ganz tolle Charaktere. Es ist wieder genauso humorvoll und genauso witzig, dass man sich mit den Charakteren schämen kann, mit ihnen lachen kann, mit ihnen weinen kann, mit ihnen mitleiden kann. Also es ist wirklich ein ganz tolles Buch und Cora Carmack schafft es einfach wirklich, mich von der ersten bis zur letzten Seite zu fesseln und ich habe einfach kein Bedürfnis, dieses Buch aus der Hand zu legen. Ich muss es wirklich an einem Stück durchlesen. Und es ist auch wirklich eine leichte Lektüre. Es ist nicht anspruchsvoll. Klar hat es Klischees, aber dieser Humor macht einfach diese ganzen Bücher von ihr so besonders. Und deswegen kann ich auch dieses Buch nur jedem ans Herz legen. Ebenfalls ein Jahreshighlight von mir ist Unsterblich. Das ist der erste Band von Yuli Kagawa. Der dritte kommt, glaube ich, nächstes Jahr jetzt raus, irgendwann im Februar. Endlich wird die Reihe beendet. Es ist einfach nur toll, weil ja, ich mag so Endzeitsachen und dann gibt's halt noch Vampire und so zombie-ähnliche Wesen und das war für mich wirklich dieser ausschlaggebende Punkt, unbedingt mal reinzusuchten und reinzulesen und deswegen kann ich euch die Reihe nur wärmstens ans Herz legen, besonders da der dritte Band jetzt bald erscheint. Wir haben es bald geschafft, wir haben lang genug gewartet und ich muss echt sagen, ich freue mich schon sehr drauf. Damit wären wir bei meinem letzten Buch jetzt angekommen von den 5 Büchern, die ich dieses Jahr bisher am besten fand. Und zwar das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich jetzt erst vor kurzem gelesen. Und zwar Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout. Dieses Buch, oh mein Gott, es war so spannend. Es ist ja ein Jugendthriller und ich habe es ja sonst nicht so mit Thrillern, aber wie gesagt, dass es ein Jugendthriller ist, ist es nicht ganz so schlimm. Und jetzt sehe ich erst mal ganz kurz, worum es geht. In diesem Buch geht es um Samantha und Samantha ist 4 Tage lang verschwunden gewesen.
und taucht dann urplötzlich wieder auf. Sie kann sich aber an nichts mehr erinnern. Also sie weiß weder, wer sie ist, noch weiß sie irgendwas von ihrer Kindheit, noch von ihren Freunden, ihrer Familie, da ist nichts mehr. Einfach nur noch ein großes schwarzes Loch bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Polizist auf der Straße sie findet. Das Problem ist, dass Samanthas beste Freundin auch noch mit verschwunden ist und keiner weiß, was mit ihr passiert ist und wo sie ist, und jetzt hoffen natürlich alle darauf, dass Samantha anfängt, sich zu erinnern, damit sie gefunden werden kann, weil niemand weiß, ob sie noch lebt, ob sie schon tot ist und was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Samantha stellt dann sehr, sehr schnell fest, dass sie ein Mensch war, den sie selber nicht leiden konnte und dass sie gar nicht weiß, warum sie so ein Mensch geworden ist. Und das versucht sie dann natürlich auch noch zu ergründen. Und sie versucht dann auch noch zu ergründen, was das alles mit ihrer besten Freundin zu tun hat. Samantha trifft dann wieder auf Carsten. Carsten ist der beste Freund ihres Bruders und der Sohn eines Hausangestellten, weswegen sie ihn bisher immer ziemlich schlecht behandelt hat. So nach dem Motto, du bist nichts wert, ich bin reich und du nicht. Und deswegen konnten die beiden sich nicht wirklich leiden. Und jetzt sieht sie ihn aber mit ganz, ganz anderen Augen und man merkt sofort, dass zwischen den beiden irgendwas ist und ach, Carsten ist so toll und so, ja. Samantha und Carsten sind dann irgendwann im Laufe der Geschichte Freunde und er hilft ihr dann herauszufinden, was da genau jetzt mit ihr passiert ist und was da jetzt genau los ist. Und das Ende, mein Gott, ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe es nicht vermutet. Obwohl ich sagen muss, im Nachhinein, wenn ich die Geschichte gelesen habe jetzt, und darüber nachdenke, hätte es einem eigentlich klar sein müssen mit den Brotkrumen, die man hingeworfen bekommt. Dann hätte man drauf kommen können, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen und war von dem Ende so überrascht und war so mega begeistert und habe mir gedacht so, holy shit, was geht da ab? Meine Güte. Also für mich ist das eine Top-Geschichte, ein definitives 5-Sterne-Buch und Jennifer Armstrong schreibt einfach die coolsten Stories und die coolsten Charaktere und die coolsten Protagonisten. Und es ist ja eigentlich das Gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, es ist einfach so gut. Oh mein Gott. Ich empfehle euch diesen Jugendthriller, wenn ihr mal Bock drauf habt. Es kam auch eine Stelle in dem Buch, da wollte ich dann ins Bett. Da war es dann schon irgendwann nachts um 12 oder so. Und ich habe gedacht, du liest jetzt noch das Kapitel zu Ende, dann gehst du ins Bett, ne? Dann war das Kapitel zu Ende und es war so gruselig. Es war einfach nur so gruselig. Ich dachte, wenn du jetzt ins Bett gehst, dann träumst du die Nacht davon. Dann kriegst du Albträume. Nee. Also habe ich noch 2 Kapitel gelesen, bis ich die Lage wieder in dem Buch etwas entspannt hatte. Und ja, ich mochte es total gern. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine super coole Geschichte und einfach mal ein bisschen was anderes. Das waren unsere Jahreshighlights so bisher. Was habt ihr denn dieses Jahr bisher für Bücher gelesen, wo ihr sagt, die sind so gut, die muss man gelesen haben? Wenn Bücher dabei sind, die ihr jetzt hier nicht gesehen habt, wo ihr sagt, das musst du lesen, das ist so toll, das ist so gut, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin für neue Vorschläge immer offen, was gute Bücher betrifft. Und ja, falls ihr andere Bücher kennt, die wir euch gezeigt haben, ihr seid ein bisschen anderer Meinung zu den Büchern, dann schreibt es auch mal unten in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.